Bei Hyperstone entwickeln wir Flash Memory Controller für professionelle Applikationen, so würde ich es mal nennen. Das sind Applikationen, wo es darauf ankommt, dass der Speicher lange und sicher funktioniert. Und dazu bedarf es einer ganzen Menge Dinge. Auf der einen Seite braucht es einen Controller, einen Flash Memory Controller nennt man das. Und darauf kommt eine Firmware zum Einsatz. Und beide Dinge müssen sehr gut miteinander harmonieren. Und diese beiden Teile ist letztendlich das System, was wir unseren Kunden verkaufen. Aber es ist nicht damit getan, Hardware und Firmware zu entwickeln. Das Ganze muss auch ausgiebig getestet werden. Bei Hyperstone gibt es unterschiedliche Entwicklungsteams. Ich fange mal an mit der Firmwareentwicklung. Die teilt sich auf in drei Bereiche und ja, kümmert sich um Host-Themen, um Flash-Themen, um algorithmische Themen, die im FTL abgehandelt werden. Es gibt ein Team, das nennt sich Tools-Team. Hier werden Tools entwickelt, die wir unseren Kunden an die Hand geben, zum Beispiel, damit die in deren Produktionsprozess ein Präformat durchführen können. Wir haben ein ASIC-Team, wo die Chips entwickelt werden. Wir haben ein Test-Team, wo das System bestehend aus ASIC und Firmware zusammengebracht wird und auf Verlässlichkeit überprüft wird. Der Hauptentwicklungsstandort von Hyperstone ist Konstanz. Da laufen alle Fäden der Entwicklung zusammen. Neben Konstanz haben wir jetzt einen neuen Standort in Düsseldorf. Daneben haben wir aber auch Kollegen, die in Büroräumen von Swissbit sind, so zum Beispiel in Berlin. Möglichkeiten bestehen aber auch in München. Und was wir haben Spezialisten, auch die komplett im Homeoffice sind, und die kommen halt immer mal wieder dann zu Projektmeetings hierhin. Der Onboarding-Prozess bei uns sieht erstmal so aus, dass man natürlich, wie denke ich überall, erstmal gewisse Dinge mit den Personalverantwortlichen macht, dass man seinen Schlüssel bekommt, Zugang zu den IT-Systemen und dergleichen. Danach geht es ans Eingemachte und da muss man jetzt auch wieder ein bisschen unterscheiden. Hier wird man mit kleineren Aufgaben rangeführt, mit erfahrenen Mitarbeitern, um Stück für Stück über diese kleinen Aufgaben das Gesamtkonzept zu verstehen und dann Stück für Stück größere Aufgabenpakete übernehmen zu können. Und da gibt es bei uns oftmals Tickets, wo wir sagen, hey, das ist eine sehr, sehr gute Aufgabe zum Anlernen. Das heißt, wir haben da ein gewisses Backlog, das sind gezielte Aufgaben, um Einarbeitung zu ermöglichen, aber direkt mit einem Projektbezug. Das heißt, es ist so Win-Win. Es ist nicht, dass es irgendwie Arbeit ist, die nur gemacht wird, um zu lernen, sondern man hat auch sofort was davon. Das ist schon richtig Real Practice. Und so kommt man Stück für Stück mehr in die Projekte rein und kann auch mehr Verantwortung übernehmen. Bei Hyperstone suchen wir eine gute Mixtur aus erfahrenen Entwicklern und jungen Talenten. Die Profile sind sehr, sehr unterschiedlich. Also ist ein sehr, sehr breites Feld an Mitarbeitern, das wir suchen. Und das Schöne bei Hyperstone ist, man hat auch die Flexibilität, mal in andere Bereiche reinzuschauen. Und wenn man wirklich merkt, Mensch, das liegt mir richtig, da habe ich viel Interesse, dass man auch die Bereiche mal wechselt.